Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV. Zunächst mit zwei Impressionen. Die neue Umweltministerin Ulrike Scharf fühlt sich wohl an ihrem neuen Arbeitsplatz. Und Justizminister Winfried Bausback zeigt Härte und duldet keine Nazis im Richteramt. Nächstes Thema. Die Flüchtlingsfrage kann nicht in Zentrallagern gelöst werden. Die platzen mittlerweile aus allen Nähten. Es werden kleine, dezentrale Unterkünfte auch bei Privatanbietern gefordert. Aber wie soll das gehen? Wir erleben derzeit eine Zunahme an Asylbewerbern, an Schutzsuchenden bei uns, die seinesgleichen sucht. Und hier kann jede Unterkunftsform weiterhelfen. Ich glaube auch, das System der Gemeinschaftsunterkünfte, die ja bayernweit verteilt sind, hat sich bewährt und kann hier auch die Integration fördern. Also dezentrale Flüchtlingsunterbringung, daran führt, glaube ich, überhaupt kein Weg daran vorbei. Die Staatsregierung ist völlig überfordert, wie man jetzt sieht bei den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und dezentrale Unterbringung hat halt auch die Chance, dass die Bürger vor Ort in Freiwilligenarbeit mit den Leuten in Kontakt kommen. Und das ist sicherlich besser als eine geballte Unterkunftsunterbringung, 200, 300 Leute. Der Gemeinderat soll alle Bürger vertreten. Aber einzelne Gemeinderäte können sich nicht über Verwaltungsvorgänge informieren lassen. Zum Beispiel haben sie nicht einfach so Einsicht in Akten. Das geht nur, wenn es der Gemeinderat mit Mehrheit beschließt. Politische Minderheiten sind dadurch klar im Nachteil. Eine Lücke im Gemeinderecht, meinen Bayerns Grüne. Also es ist eine ganz komische Rechtslage. Als Kreisrat, dass ich bin im Landkreis Augsburg, kann ich persönlich Einsicht nehmen. Als Gemeinderat dürfte ich es nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, alle Gemeinderäte und Stadträte sind von den Menschen beauftragt, Kontrolle auszuüben. Und das heißt, jeder einzelne Rat muss auch die Möglichkeit haben, Informationen einzusehen. Warum sich die Staatsregierung und die CSU hier so sperren, ist überhaupt nicht einzusehen. Jeder soll reinschauen können. Dann kann man auch richtige und gute Entscheidungen fällen. Dabei soll es bleiben. Wir haben hier in Bayern sehr, sehr weitreichende Informationsrechte. Ich kenne kein Gremium, keinen Gemeinderat, keinen Kreistag, in der nicht volle Information gewährt wird. Und insoweit ist es auch ausreichend und genug so. Es geht auch darum, im Gemeinderat sachdienlich zu diskutieren, sachdienlich sich auszutauschen und ein Nachforschen, ein Ausforschen der Gemeindeverwaltung, wo es auch um privateste Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger geht, ist, glaube ich, das, was keiner will, sondern es soll hier einfach eine Kollegialentscheidung getroffen werden. Die Beschlussempfehlung zum Informationsrecht einzelner Gemeinde-, Kreis- oder Bezirksräte wurde im Plenum übrigens abgelehnt. Und damit war es das für heute von Plenum TV. Aktuelle Themen aus dem Bayerischen Landtag gibt es auch nächste Woche wieder hier bei Regio TV.